Betriebsratsmitglieder und Kurzarbeit. Es gibt da die sogenannten fachlichen Weisungen Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit. Und dort steht ausdrücklich, wie man mit Betriebsratsmitgliedern umgeht. Da wird unterschieden zwischen normalen Betriebsratsmitgliedern und freigestellten Betriebsratsmitgliedern. Bei normalen Betriebsratsmitgliedern bleibt der allgemeine Grundsatz bestehen. Bei Kurzarbeit bekommt man nur Kurzarbeitergeld. Die Arbeitszeit verkürzt sich auch für Sie. Und für die verkürzte Zeit bekommen Sie dann Ihr Geld und darüber hinaus eben nur Kurzarbeitergeld. Was die Freigestellten angeht, so kann man ja nicht sagen, dass ihre Arbeit wegfallen würde. Denn ihre Arbeit ist die Betriebsratstätigkeit. Und die Betriebsratstätigkeit ist häufig während einer Kurzarbeitsphase sehr viel intensiver als sonst, weil sehr viele neue Probleme anfallen. Und deshalb geht die Bundesagentur für Arbeit davon aus, dass bei Freigestellten kein Kurzarbeitergeld bezahlt wird, sondern stattdessen die volle Lohnzahlung erfolgt. Dazu kommt natürlich, dass auch im Kurzarbeitsfall, gegebenenfalls ja länger als betriebsüblich Betriebsratstätigkeit gemacht wird, man ist gezwungen, nicht 40, sondern 50 Stunden im Betriebsrat tätig zu sein. Dann bekommen alle die Zusatzleistung, die in einem solchen Fall § 37 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz vorsieht. Wenn man nämlich über die betriebsübliche Arbeitszeit hinaus arbeitet, dann bekommt man dafür Freizeitausgleich und wenn dieser Freizeitausgleich nicht machbar ist innerhalb eines Monats, dann bekommt man eine Bezahlung als Überstunde. Und das ist eine sinnvolle Regelung, die auch im Zeitraum einer Kurzarbeit gilt.